Kinder sind unsere Zukunft. Eine gern genommene Binse. Sie lenkt ab von der Gegenwart. Wie Kinder in einem der reichsten Länder der Welt aufwachsen. Viele in Armut. Viele ohne soziale Teilhabe. Viele ohne das Fundament für eben diese Zukunft. 2,7 Millionen Kinder in Deutschland sind arm. Sie leben in Haushalten mit weniger als 60% des mittleren Nettoeinkommens. Fast jedes fünfte Kind geht ohne Chancengleichheit in die Zukunft. Noch prekärer, bei Alleinerziehenden sind 6 von 10 Kindern armutsgefährdet. Und die Zahl der Alleinerziehenden ist in den letzten 15 Jahren um ein Viertel gestiegen. Bei uns ist Johannes Vogel, der Sprecher für Arbeitsmarkt, Sozial- und Rentenpolitik der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Vogel, ist die Armut der Frauen der Preis für die Selbstverwirklichung der Männer? So sollte es zumindest nicht sein. Also ich glaube, wenn wir darüber reden, es sind ja nicht die Kinder, die Menschen arm machen, sondern Arbeitslosigkeit macht Menschen arm, mangelnde Bildungschancen machen Menschen arm, verpasste oder versperrte Karrierewege machen Menschen arm. Und zu oft bringen Kinder die Menschen dann in die Situation, insbesondere Frauen. Mhm. So, und wenn wir das angehen wollen, glaube ich, müssen wir 3 Dinge machen. Erstens muss sich in der Gesellschaft und in den Unternehmen was ändern. Also um es mal ganz als der einzige Mann in der Runde ganz klar zu sagen. Herzlich willkommen. Auch ja, ich freue mich sehr. Das ist ja oft genug andersrum, insofern ja, ja. Ist gut. Auch Männer müssen sich um kleine Kinder kümmern, Punkt. Wir brauchen eine echte gleiche Verteilung der Arbeit. Zweitens, wir brauchen wirkliche Vereinbarkeit, bessere Betreuungsmöglichkeiten, insbesondere flexiblere Öffnungszeiten der Kitas. Das ist ja was, wo es in der Realität krankt. Und für diejenigen, wo es eben schwierig ist, was Frau Giffey eben gesagt hat, glaube ich, können wir unseren Sozialstaat aber auch noch sehr viel einfacher machen. Also, wenn ich da so den kritischen Satz sagen darf, starke Familiengesetz, das ist ein großer Name. Ob es ein großer Wurf ist, da melde ich mal Zweifel an. Mhm. Weil, machen wir es mal mit einem ganz konkreten Beispiel. Gerade Alleinerziehende, es ist eine häufige Konstellation heute in unserem Land. Die kriegen Kinderzuschlag von der Familienkasse. Die kriegen Wohngeld von der kommunalen Wohnungsstelle. Die kriegen teilweise Unterhaltsvorschuss von den Jugendämtern. Die kriegen Bildung zur Teilhabe von den Jobcentern. 4 Sozialleistungen mit unterschiedlichen Anrechnungsmöglichkeiten, Bewilligungszeiträumen, Mitwirkungspflichten. Also ein Chaos. Hier blickt jetzt schon keiner mehr durch. Wir schicken die Bürger von Amt zu Amt. Und gerade bei Alleinerziehenden ist das, finde ich, keine Zumutung, sondern eine Unmöglichkeit. Und da müssen wir einen großen Wurf machen und den Sozialstaat modernisieren. Mhm.